Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. Ich habe keine Ahnung, wo die Leute sind. Ich probiere jetzt einfach mal blind mein Glück. Da in dem Hütchen war ja sowieso einer drin, ne? Ein Kerl, ich frag mal blöd nach, was es mit dem auf sich hat. Vielleicht sind die weiter tiefer drinnen im Sumpf. Keine Ahnung. Hallo, Schrat. Ja, was machst du hier? Was machst du denn hier? Habe ich dir erlaubt, mich anzusprechen? War nur ein Witz. Diese verdammten Spinner gehen mir gehörig auf den Sack. Deswegen bin ich hier. Sprich mich nicht an. Bitte den Schläfer um Vergebung. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Kein Wunder, dass die hier alle Gaga sind. Ich bin Shred. Novize ersten Ranges. Und das werde ich auch bleiben. Ich will der Bruderschaft beitreten. Kannst du mir helfen? Ich will der Bruderschaft beitreten. Kannst du mir helfen? Du willst bei dem Laden hier mitmachen? Ich überlege gerade, wie ich hier wegkomme. Wir könnten ein bisschen durch die Kolonie ziehen. Ein paar Einfallspinsel ausplündern, ein bisschen Erd sammeln. Was denkst du? Lass uns zusammen losziehen. Komm mit. Okay. Lass uns zusammen losziehen. Komm mit. Das ist doch mal ein Wort. Auf geht's. Okay. Hier trennen sich unsere Wege. Ich werde von hier aus allein weiterziehen. Na gut, ich werde zurück in mein Versteck im Sumpf gehen. Pass gut auf dich auf. Okay, da haben wir einfach einen Begleiter. Wie cool. Okay. Das ist cool. Das ist nicht schlecht. Trotzdem fehlen mir jetzt dann noch die Arbeiter. Ich gehe jetzt einfach mal ein Stück da so am Rand entlang. Weiche den Sumpfhain aus, so gut es geht. Ich probiere jetzt einfach mal lebend hier durchzukommen. Vielleicht finde ich sie ja an. Dann kann ich noch hier ein paar Kräuter einsammeln. Da ist wieder so ein Sumpfhain-Krüppelfiech. Gar nicht gut. Hat er umgedreht? Ich hoffe. Jetzt muss ich hier versuchen, ganz am Rand lang zu gehen. In der Hoffnung, dass ich nicht sterbe. Schaut gut aus. Erstaunlicherweise. Aber wo sind die Kerle? Vielleicht bin ich mal in die verkehrte Richtung gelaufen. Das könnte auch sein. Aha, hier ist jemand gestorben. Da hat es jemand nicht überstanden. Rostiger Zweihänder. Holla die Waldfee, was haben wir denn da gefunden? Ein rostiger Zweihänder. 55 und 55. 55 Schaden und 55 Stärke bräuchten wir. Dann könnten wir den führen. Da fehlt halt noch ein bisschen was. Aber der ist schon mal gut. Schon mal sehr gut, dass wir den haben. Und den Sumpfhain muss ich gut ausweichen. So, ich schaue mich dann hier noch ein bisschen um. Aber ich habe keine Hoffnung, die Leute zu finden, die ich gerade brauche. Oh, die Barriere ist hier zu Ende. Muss ich vorsichtig sein. Tja. Keine Ahnung, wo die Herrschaften sind. Aber ich glaube nicht da, wo ich jetzt bin. Ich werde hier noch ein paar Fliegen kaputt hauen. Versuchen wieder ins Lager zurückzukommen. Irgendwie. Ah, hier drüben wäre Sumpfkraut. Schau mal. Vielleicht habe ich doch noch Glück. Aha, hier haben wir auch einen grafischen Bug. Ah, da wird Sumpfkraut wachsen. Vielleicht sind hier die Herrschaften. Ja, das sind sie ja. Haben wir es erstaunlicherweise lebend hierher geschafft. Sehr gut. Sehr gut.
Dann sammeln wir hier mal das ein und dann können wir schon zur Cor Calom marschieren. So. So und so. Hier drüben noch was? Nein. Hier ist noch was. Hallo, Viran. Viran? Was macht ihr hier? Wir sammeln das Sumpfkraut, das unsere Brüder dann zu Rauchwaren verarbeiten. Es ist ziemlich gefährlich, im Sumpf zu sammeln. Aber das Zeug wächst nun mal nur hier. Ist auch gut so. Warum? Weil dann die beiden anderen Lager nicht rankommen. Wir sind die einzigen in der Kolonie, die Sumpfkraut ernten können. In den beiden anderen Lagern können wir es tauschen. Und wir bestimmen den Preis. Sehr gut. Ich muss die Sachen holen. Bal-Orun schickt mich. Ich soll die gesamte Ernte zu Calom bringen. So einfach stellst du dir das vor, was? Da kann ja jeder kommen. Bal-Orun schickt mich und schwupps, weg ist das ganze Kraut. Er schickt mich aber wirklich. Geh doch zu ihm und frag nach, wenn du möchtest. Er schickt mich wirklich. Bal-Orun schickt mich aber wirklich. Natürlich. Na dann? Geh doch zu ihm und frag ihn, wenn du mir nicht glaubst. Ich habe eine bessere Idee. Du beweist mir deine Loyalität, indem du eine kleine Aufgabe für mich erledigst. Die wäre? Und was soll ich machen? Ist nur eine Kleinigkeit. Die Arbeit im Sumpf ist nicht ganz ungefährlich und die verdammten Blutfliegen tun ihr Übriges dazu. Ohne sie wäre das Arbeiten viel leichter. Wir verstehen uns. Wie viele? Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Da sind aber noch Viecher innerhalb von 20 Schritt. So leicht kommst du mir nicht davon. Okay. Gut, also Blutfliegen klatschen. Sind echt ein Haufen hier. Macht aber nichts. Sind alles tolle Erfahrungspunkte für uns. Nach Möglichkeit immer eine nach der anderen. Komm her, du Mistviech. Hallo? Die erste hätten wir schon mal. Dann hätten wir die nächste da drüben. Na komm. Würdest du jetzt sterben? Alter, ich stirb gleich. Wieso kommen jetzt so viele? Das ist unfair. Das ist echt unfair. Würdest du? Danke. Das war knapp. So, ich glaube, ich gönne mir noch mal ein Schlückchen. Und dann werden wir da mal was ordentlich essen. Mal so Wurzelsuppe. Da graust es mich selber schon. Ja, ist halt vegan. Mein Gott. Zocki, stell dich nicht so an. Tatsächlich gibt es vegane Gerichte, die sehr lecker sind. Salat zum Beispiel. Ja. So. Ich finde, das ist in Ordnung. Schmeckt gut. So, wie viele habe ich jetzt ausgerottet? Sehr viele. Okay. Da oben wäre noch eine. Dann würde ich sagen, blätten wir die auch noch. Ich hoffe, die kann ich leicht pullen. Hallo. Du da. Kommen Sie runter. Ich glaube, die ist buggy. Das bedeutet... Kann ich nicht anziehen. Kann ich auch nicht anziehen, aber die, der sollte gehen. Gut. Gut, ich triff natürlich gar nichts, ist eh logisch. Das ist echt super. Kann ich da irgendwas anders ausrichten? Kann ich hier hochklettern? Tatsächlich. Naja. Mehr oder weniger. Oh Mann, ey. Das ist... Wow. Das ist nicht schön.
Jetzt haben wir sie. Sehr gut. So. Dann da drüben, glaube ich, sind noch ein paar. Oder es waren die gemeint. Hm, sollte passen, gell? Da oben hängt zwar noch eine in den Büschen rum. Also in der Baumkrone. Aber sollte jetzt nicht dazu zählen. Oder vielleicht doch. Werden wir gleich sehen. Vielleicht haben wir die Quest ja schon geschafft. Ein kleiner Vertrauensbeweis. Blutfliegen klatschen. Ja gut. Ja. Oh, ein Novize. Entschuldige, das war der Verkehrte. Da ist er. Und? Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Da sind aber noch Viecher innerhalb von 20 Schritt. Okay. So leicht kommt... Ja. Ist okay. Mhm. Da hinten ist nämlich ein trügerisches Kraut, das man looten könnte. Oh, da ist ein Sumpfhai. Bitte gehen Sie, Mistviech. Scheißlich. Sumpfhaie sind lästig. Der ist genau dort, wo ich ihn nicht brauchen kann. Da drüben hätten wir jedenfalls noch welche. Blutfliegen. Und Sumpfhaie natürlich auch. So. Vielleicht habe ich Glück und ich kann sie... Da, die Äxte. Sehr gut. Es ist halt echt schade, dass ich sie jetzt noch nicht ausbeuten kann. Hoppala. Ich wollte was essen. So, ja, Reis habe ich eh so viel. Hauen wir uns den nochmal ein bisschen hinter die Kiemen. Und ein Stückchen Hühnerfleisch dazu. Perfekt. So. Einmal schön speichern. Und dann vermöbeln wir die noch. Hallo, Gesindel. Aha, hoppala. Da habe ich wohl irgendwas getroffen. So. Die sind jetzt auch erledigt. Nochmal ein Batzen Fleisch hinten nach. Oh Gott. Für so ein Sumpfhaiviech. Boah, die Nerven. Ich hoffe, dass das Blutfliegerl da hinten jetzt nicht zwingend zählt. So. Mal schauen. Genau wo der Sumpfhai ist, ist glaube ich noch ein Blutfliegerl. Lästige Viecher, ehrlich. Ich schaue mich mal hier drüben um. Da oben in der Baum, bei der Baumkrone, dort oben wären welche. Sieht man nämlich auch die Flügel. So, ich probiere mal mein Glück. Hallo, hallo. So, die ist mal erledigt. Ist auch erledigt. So. Das da und das da. Das da. Ich glaube, ich habe hier auch sogar einen Fehler gemacht. Wahrscheinlich wäre hier im Sumpflager irgendwo ein Lehrer gewesen,
der mir was über die Blutfliegen hätte beibringen können. War der Sumpf nervt. Genau da oben, beim großen Baum, ist nämlich so ein Viech. Ist noch eine Blutfliege. Ich glaube, er haut jetzt endlich ab. Das wäre mir halt wirklich sehr lieb. Da oben ist nämlich noch eine, man hört sie. Wow. Würdest du das jetzt aufheben? Danke. Man hört sie nämlich brummen, da oben. Ich weiß nicht, ob ich an die rankomme. Weil klettern kann er so ja eigentlich nicht. Aha. Gepult habe ich sie, glaube ich, schon. Also sie kann sich nicht entschließen, zu uns runterzukommen. Oh mein Gott. Geh weg. Mistviech. Oh mein Gott. Das Sumpfei kommt. Ich hau schon mal ab. So, ihr Novizendodeln. Jetzt könnt ihr zeigen, was könnt. Ich habe ein Sumpfei gebullt. Das Mistviech kommt wirklich. Vielleicht kann ich ihn mit Magie besiegen. Vielleicht mit einer Spruchrolle. Was haben wir denn hier? Feuerpfeil, Heilung, Licht und Telekinese. Au, ja. Okay. War nicht so super. Ja, war halt nur ein Versuch wert. Verdammt. Dieses Viech, ne? Aber vielleicht... Kann ich jetzt von der Seite hier Blutfliege... Blutfliege, 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 Blutfliege. Nochmal Blutfliege. Nein, jetzt zum Fall. Blutfliege. Jetzt. Jawohl. Hat hingehauen. Da brennt sie. Sehr, sehr gut. Dann schauen wir mal, ob das schon gereicht hat. Hüpf. So, und jetzt? Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Da sind aber noch Viecher innerhalb. Mann. So leicht kommt... Ja, okay. Okay, da müssen wir scheinbar wirklich alle töten, die es hier so gibt, ne? Das ist ein Nervbolzen. Alter, warum ist das jetzt hier so laut? Da drüben sind welche. Dann müssen wir die halt noch killen. Oh Gott. Na, bitte geh weg, Sumpfei. Ich will dir doch nichts tun. Alter. Mann, ey. Ich glaube, ich kann den einen Typen noch holen gehen.
Sumpfhai, ne? So. Aha, meine Magie ist verbraucht. Au. Sehr gut. Haben wir auch geschafft. Boah, ey. Es ist ein bisschen grob hier, ne? So, trinken wir mal zwei Schluck. So, das passt. So, gibt es noch mehr von diesen Blutfliegengesindel? Da oben schwebt tatsächlich noch eine rum. Zwei sogar. Ja, machen wir die auch noch platt. Dann wird es jetzt wohl passen, ne? Willst du jetzt mal den verhauen? Danke, geht ja. Herrschaftszeiten. So. So. Haben wir es jetzt mal. Sehr unwahrscheinlich. Puh. So. Dann hatschen wir mal zurück. So, gleich sind wir da. Dann fragen wir nochmal, ob er zufrieden ist. Ob noch immer Gesindel da ist. Gibt's ja nicht. So. Hallo. Und jetzt? Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Da sind aber noch so lang. Da sind aber noch Viecher. Siehst du die denn nicht? Da ist alles voll, der ganze Sumpf. Boah, ich hasse Blutfliegen. Naja, dann schauen wir uns halt weiter um. Wo noch Viecher sein könnten. Hat er die abgezählt oder was? Das ist halt schon ein wenig lästig. Es wird irgend so eine Blutfliege irgendwo oben im Geäst. Richtig nervig. Richtig nervig. Vielleicht haben die ja auch die Sumpfhaie mit Blutfliegen verwechselt. Keine Ahnung. Ah, das kann lang dauern. Es hängt noch irgendwo eine einzige herum. Und die versaut mir das Ganze hier. Na, doch nicht. Oh, doch, wohl, doch, doch, doch. Ich dachte gerade, das wäre eine, aber das war ein Kopf von einem Sumpfhaie. Ist halt mega lästig. Lasset mich in Ruhe. Sie überdimensionale Handtasche.
Ich muss sagen, die Quest ist lästig. Die ist jetzt nicht mein Favorit. Da ist eine Mistviech. Komm, komm her. So. So, haben wir es jetzt. Unfassbar. So. Bitte, haben wir es jetzt. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Weit und breit keins von den Biestern mehr zu sehen, das war ganze Arbeit. Wer sich so abplagt, ist entweder auf unserer Seite oder ein kompletter Vollidiot. Und ein Idiot wäre zu dumm, um mich aufs Kreuz zu legen, richtig? Hier, nimm die Ernte und bring sie zu Kor Kalom. Falls er meckert, es sei zu wenig, sag ihm, er soll seinen Hintern hier selber hinbewegen. Dann kann er mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Weil er eh so große Reden schwingen darf. Alter, speichern sofort. So. Haben wir den ganzen Bart dafür gebraucht? Ja, tatsächlich. Kann man so aufrunden. Ein paar Minütchen haben wir noch, so zwei, drei. Also ich bringe das jetzt mal zu Kor Kalom zurück, weil das war jetzt echt, das war wirklich harte Arbeit. Und ja, wir sind Vollidioten, weil wir das gemacht haben. Aber ist ja wurscht, was macht man nicht alles für Erfahrungspunkte. Und dafür können wir jetzt ja auch zu Kor Kalom. Boah, ey. Mistkerl. So. Ah, das war jetzt wirklich harte Arbeit. Wenn du meinst. Wenn du meinst, ja, ich meine das so. Ach, Gottchen. Jetzt werde ich da noch geschält, auch noch von den Herrschaften hier. Das ist aber nicht nett. Wirklich. So. Du alter Knacker. Jetzt gehen wir zu dem gestörtesten Menschen hier in dem Lager. Zu Kor Kalom. Sofern uns seine Leibwache nicht schon vorher umbringt. So, dann versuchen wir das mal. So. Guten Tag, ich darf hier rein. Ich bringe ihm Sumpfkraut. In Ordnung, du darfst rein. Sehr gut. Dann gehen wir mal rein. Ein Kane ist auch hier. Herr Kane. Hey, dem sagen wir wurscht. Kor Kalom. Oh doch. Hey, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Mal schauen, was der zu sagen hat. Schüler von Kor Kalom. Du sehr hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Jo. Ja. Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Ja. Und was tust du? Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanz. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Mhm. Schmeckt wunderbar. Wirklich. Wo bekomme ich das her? Wo bekomme ich das Sekret der Mindcrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten, am Labor. Was kannst du mir über den Meister sagen? Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Rezept? Wie komme ich an das Rezept von Kalom? Gar nicht. Er hält es in seiner Truhe verschlossen. Das rückt er niemals raus. Okay. Kannst du mir das beibringen? Dazu hat er nichts zu sagen. Er tut zwar so, aber er hat dazu nichts zu sagen. Ich glaube nicht, dass er uns was beibringen möchte. Ciao. Na gut.
Dann würde ich sagen, im nächsten Part werden wir uns mit dem Korkalon beschäftigen. Okay? Gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!